Eigenständig ein Projekt leiten, wissenschaftlich selbstständig sein und Führung übernehmen. Mit dem Emmy-Noether-Programm der DFG nehmen Sie Kurs auf die Hochschulprofessur. Das Programm richtet sich an exzellent qualifizierte Forschende mit 2 bis 4 Jahren Postdoc-Erfahrung, die herausragende Forschungsleistung vorweisen, unter anderem sichtbar in exzellenten Publikationen, und die bereits substanzielle internationale Forschungserfahrung haben. Die Förderung besteht in der Leitung einer Emmy-Noether-Gruppe. Diese Gruppe forscht zu einem von Ihnen entwickelten originellen Forschungsprojekt, das einen hohen Erkenntnisgewinn verspricht. Die Wahl der Hochschule oder Forschungseinrichtung in Deutschland spielt dabei eine wichtige Rolle, denn Rahmenbedingungen und Infrastruktur müssen passen. In Frage kommende Institutionen müssen Ihnen ausreichende Eigenständigkeit, aber auch passende Unterstützung bieten. Die Konditionen sollten Sie darum im Vorfeld verhandeln, beispielsweise eine Tenure-Track-Professur. Im Rahmen des Emmy-Noether-Programms finanziert die DFG in der Regel 6 Jahre Ihre Stelle als Gruppenleitung. Die Personalmittel für Ihre Mitarbeitenden, beispielsweise für Promovierende, sowie weitere Mittel, die Sie für Ihr Projekt benötigen. Auf der DFG-Webseite finden Sie unter anderem einen Leitfaden zur Antragstellung und ein Lebenslauf-Template mit Hinweisen zum Aufbau des Projektantrags, zur Beschreibung des Forschungsvorhabens, Ihres Karriereverlaufs und zur Beantragung der Mittel. Ihr Antrag sollte gut vorbereitet sein. So müssen Sie sich zum Beispiel rechtzeitig um schriftliche Zusagen kümmern. Zu diesen und vielen weiteren Themen können Sie sich auf der DFG-Webseite informieren. Wenn danach noch Fragen offen bleiben, beraten wir Sie gerne. Anträge können jederzeit gestellt werden, jedoch spätestens 4 Jahre nach Ihrer Promotion. Diese Frist verlängert sich in begründeten Fällen. Beispielsweise werden Kinderbetreuungszeiten angerechnet. In einem 3-stufigen Begutachtungs- und Entscheidungsverfahren werden die Anträge mit Offenheit und Objektivität geprüft. Das Verfahren ist kompetitiv und nur die besten Anträge können gefördert werden. Nach ca. 8 Monaten wird das Ergebnis mitgeteilt, zusammen mit Hinweisen aus der Begutachtung. Übrigens, Informationen dazu, wer mit welchen Projekten in den letzten Jahren in Ihrem Feld gefördert wurde, finden Sie in der GPRIS-Datenbank. Wenn Sie Fragen zum Programm haben, melden Sie sich bei uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter.